Hallöchen Leute, willkommen zurück zu Superstar Saga Episode 4. Beim letzten Mal haben wir stehen geblieben, sind wir stehen geblieben, nicht habe. Merkt euch, Bewegungsverben haben immer das Hilfsverb sind und nicht haben. Deutschstunde zu Ende. Auf jeden Fall, wir sind vor dem Felsstrahler. Und ich habe euch ja schon letztes Mal gesagt, dass mit dem einiges auf sich hat. Und heute machen wir das mal. Und zwar als erstes werden wir erstmal anreden. Seit ich den Tagen der Ahadia wache ich. Nein, seit den Tagen der Ahadia wache ich, der Felsstrahler in diesen Bergen über diesem Pfad. Der Weg zum Gipfel ist steil. Nur wer meine Prüfung besteht, mag diesen Weg beschreiten. Seid ihr bereit für die Prüfung? Ich glaube schon. Sammelt in 30 Sekunden 10 AH-Sphären aus der Luft. Aber hütet euch. Denn wenn ihr den Boden berührt, dann habt ihr verloren. Okay. Also basically ist gerade, wir müssen wechseln. Und so machen. Also basically, der Boden ist Lava. Vielleicht kriegen wir es sogar hin, wenn wir schnell sind. Aber ehrlich gesagt, bin ich mir nicht ganz sicher, ob das jetzt bei dem rauen Start gerade wirklich so hinhaut, wie ich mir das vorgestellt habe. Vor allem, weil er gesagt hat, 20. Oder war das 30? Keine Ahnung. Ich glaube, 10 hat er sogar gesagt. 10? Sicher? Ich glaube nicht. Oh! Ja, nochmal. Aber diesmal haben wir schon den Schnellstart hier. Whee! Diesmal kriegen wir es wirklich hin, würde ich mal sagen. Aber ja, das ist also der böse Bossfight, den ich vorher angekündigt habe. Oder auch doch nicht. Keine Ahnung. Da ich muss ja ganz offen zugeben, ich habe das Spiel ja schon gespielt. Das werdet ihr sicherlich wissen. Denn das Spiel ist das absolut beste Spiel, was man überhaupt spielen kann. Allein von der Story her, es ist ziemlich cool. Also nicht von der Story selber her, also von wegen, oh, die Stimme wurde gestohlen. Das ist ja jetzt natürlich nur ein Vorwand, um... Oh ja, wir haben es bestanden, okay. Alles klar. Sehr gut, euer nächster Gegner bin ich! Okay, dann haben wir jetzt also wirklich den Felsstrahler als Endgegner hier. Oh oh. Wird er uns was Böses antun? Ja, wird er. Wir müssen jetzt gegen Feldstrahler spielen und der hat die besondere Fähigkeit, dass er unter diesen komischen Säulen, sozusagen hocken kann. Sorry. Auf jeden Fall, ja, wie gesagt, er kann unter den Säulen hocken und, um ihn anzugreifen, müssen wir natürlich die Säulen zerstören. Aber da wir, oh shit, okay. Oh! Okay, das war gerade bescheuert, weil ich mit beiden gesprungen bin. Aber ja, unter einer hockt er und, jetzt wird er sich wahrscheinlich wieder unter welchen verstecken. Ah ja, genau, jetzt verstehe ich das. Er hat sozusagen die Eigenschaft, dass er, wenn die Säule, in der er drin ist, zerstört wird, dann geht er unter die andere. Aber wenn die nicht mehr da ist, ist ja klar, dass er dann keine Deckung mehr hat. Also wir machen jetzt mal einen Platschbrüder auf Mr. Feldstrahler. Und dafür drücken wir einfach nur A, B und A. Und dann sollten wir eigentlich Ultraschaden austeilen. Oh oh. Piu. Der macht natürlich nichts. Wissen wir, machen mal die Hopsbrüder, den Hopsbrüder Gegenangriff. Und zwar, der geht folgendermaßen. Wir drücken hier A, jetzt B und jetzt haben wir verkackt. Ich muss mir das wirklich angewöhnen, dass das richtig funktioniert. Wir gehen... Nein, ja, nicht dies. Oh, goddammit. Jetzt geht er unter die andere. Genau. Und so. Ich denke mal, die greifen nur den an, der direkt vor ihnen ist, also die Säule. Wir machen nochmal Hopsbrüder auf beide Pfeiler. Und hier also A, B und die beiden. Eigentlich sollten beide kaputt gehen, aber ich habe falsch gedrückt. Ich muss mir jetzt wirklich mal angewöhnen, das so ein bisschen zu trainieren. Wir machen mal den kaputt, wo er nicht drunter ist. Und jetzt feuert er natürlich. Aber, weil wir uns vorher um die andere Säule gekümmert haben, sollte jetzt eigentlich alles okay sein. Ja. Pech gehabt, Feldstrahler. Machen wir jetzt mal einen Flatschi-Flatschi-Brüder auf den. Oh oh. Aber bevor wir das, beziehungsweise wir machen das jetzt, weil Platschbrüder stärker ist als Hopsbrüder, soweit ich weiß. Oh, hier verkackt. Wir wollen eigentlich mit Luigi jetzt ein HP-Auffüll-Dings machen. Denn Mario ist ziemlich in schlimmer Situation. Also relativ jetzt gesehen. Aber alles in der Welt ist relativ, Leute. Albert Einstein. Und ich kann von mir gut behaupten, dass ich weiß, was der Typ gelabert hat. Ich verstehe das Ganze nämlich so teils. Ja, jetzt haben wir es aber hingekriegt. Das war gerade das richtige Platschbrüder. Hep. Und, oh oh. Das sah gerade aus, als ob, oh Gott, das sah gerade aus, als ob, wir gehen jetzt nochmal durch. Das sah gerade so aus, als ob die beide angegriffen hätte. Aber auf jeden Fall, wie gesagt, wir drücken jetzt zuerst einmal, wenn Luigi über Mario ist, auf A, sodass Mario, wie gesagt, unten sich an Luigi klebt. Dann drücken wir B und dann drücken wir A und B. Das heißt also B, A, B, A und B. Das drücken wir jetzt. A, B, B und A. So war's, genau, so war's. Luigi trifft zuerst. Das heißt also, oh, jetzt haben wir einen Bug, glaube ich. Ja, der Pfeiler ist echt noch da. Haben wir irgendwas falsch gemacht? Ich glaube schon. Hep.
Nochmal. Ah, ne, funktioniert nicht mehr. Okay, dann müssen wir leider auf Sirup drücken. Und geben dem mal einen Sirup. Ich will das gerade so ein bisschen flexibel gestalten. Und deswegen machen wir das so. Hep. So. Hopsbrüder? Nein, machen wir nicht. Wir machen. Nee, wir machen ein normales Hopsbrüder. Das heißt also B, A. Und ich hab's verpasst. Und ist auch egal. Warum benutze ich eigentlich Hopsbrüder auf die Säule, verdammt nochmal? Verstehe ich manchmal auch nicht. Aber ja, Platschbrüder auf Mr. Feldstrahler. Jetzt sollte er eigentlich relativ down mit seinen HP sein. Mal gucken. Ja, wir machen Hopsbrüder und diesmal wieder extra. Das heißt also A, B, B und A. Und das mit A verpasse ich immer. Das ist doof. So, Sprünge. Und Sprünge hinterher. Fliegen hinter Fliegen fliegen, dort JPEG. Auf jeden Fall, das Feldstrahler sollte bald seinem Ende geweiht sein. Und apropos Wei, gleich weint er, sagt derjenige, wenn er getroffen wurde. Ich glaube, wir werden two-hitted, wenn das so weitergeht. Wir machen mal einen Sprung, hoffentlich ein Crit. Nein, ist kein Crit. Warum? Denke ich das auch. So will ich das. Genau, ein HP hat er noch gehabt. Was ein Sack. Ja, wir haben ihn besiegt. Ihr habt die Prüfungen bestanden. Nun stellt euch euren neuen Abenteuern. Und weg ist er. Und wir bekommen einen Pfad zu den Weiten des der Spitze des Lachberges. Genau. So. Hier ist, glaube ich... Oh doch, wir können hier lang. Genau. Und da wagen wir uns dran und bekommen einen Pilz, den wir im Kampf verschwendet haben. So. Was ist hier? Auch wieder was, okay. No! Das war aber schade gerade. So. Hep. Genau. Wir wollen hier hoch. Ich vergesse immer, dass ich das alles noch brauche. Aber ja, die Spitze des Lachberges soll bald erreicht sein. Da ist ein Block, von dem ich nicht weiß, was er noch macht. Deswegen werde ich noch nicht draufdrücken. Stattdessen gehen wir erstmal da lang. Besiegen. Oh, wir haben einen neuen Gegner. Hier haben wir erstmal den Beanie, den wir töten. Und jetzt haben wir einen Gegner aus Super Mario Brothers, Super Mario World, das ist auch einer meiner Lieblingsspiele. Auf SNES, das Ding ist stärker zu dodgen, je öfter wir, besser zu dodgen, je öfter wir drauf hüpfen. Denn je kleiner er wird, desto besser können wir auf ihn, können wir sozusagen dodgen hier. Zack, und dann können wir auf ihn draufspringen. Wenn er allerdings ganz groß ist, ist er, glaube ich, unmöglich zu dodgen. Das heißt also, so schnell wie möglich auf ihn draufspringen. Und vor allem nicht Hammer benutzen, sondern nein, wir machen keinen das. Wir machen einen Sprung auf die beiden. Möglichst immer Sprünge benutzen. Wir machen auf den hier. Zack. Der geht auf Luigi. Zack. Ja. Also wenn wir einmal drauf hüpfen, dann ist es durchaus möglich auf ihn. Und dann natürlich, wenn wir dodgen, dann hat er natürlich auch Glues, denn da durch den Sprung auch wieder Schaden ausgeteilt wird, wird er auch wieder kleiner. Das heißt also, der Typ hat eigentlich keine Chance mehr. Oh, warum hat er das getroffen? Wurde? So, wir machen mal die beiden kalt. Eigentlich meinte ich den da hinten, aber ist auch egal. Denn der müsste auch gleich down sein. Ja, der müsste auch gleich down sein. Zack. Und schon haben wir einen Sirup bekommen sogar. Ah ja, ich sehe gerade. Moment, warum ist hier das Ding da? Das verstehe ich nicht. Können wir hier hoch? Ja, wir können hier hoch. Die ist die Quelle. Ah ja, verstehe das. Okay, okay, dann drücken wir mal auf den Block. Erstmal examinieren, was hier alles war und ist. Die Quelle funktioniert. Okay, alles klar. So. So, dann gehen wir also hier über den Abgrund drüber. Ebenfalls hier. Wechseln wieder und gehen den Berg hoch. Oh. Oh, wir können ja hier hoch. Ganz vergessen. So. Jetzt gehen wir hier runter. Ne, wir brauchen ja Mario. Voller Wasser. Voll wie eine. Wie ein Fass voll Bier. Keine Ahnung. Irgendwas muss ich finden. Kommt schon. So. Jetzt müssen wir natürlich da hoch. Ah ja, wir können da hoch. Okay, ich dachte gerade, wir bräuchten. Wir bräuchten irgendwas, um da hochzukommen. Aber ja, wir haben das Wasser abgelegt und jetzt sollten wir eigentlich den Wirbelwind bekommen. Und sollten bald an der Spitze des. Des Lachberges ankommen. Genau. So. Wechseln und wieder hoch.
Müssen wir also jetzt, glaube ich, hier drauf oder so? Nee, wir müssen wirklich hier. Ah! Okay. Das war gerade mein Brunftschrei. Wenn ich, ja mache, dann will ich unbedingt Sex haben. Gehen hier rein und hier rein erstmal. Genau. Und jetzt gehen wir wieder so. Verdammt. Da kamen wir schon wieder, Leute. Schon wieder. Wir wollen hier lang. Und piu! Wisst ihr, manchmal hasse ich meinen Job. I hate my job. So, wir wollen aber hier und hier lang. Und jetzt da hoch. Genau. Noch ein Item, bekommen wir einen Sirup. Und jetzt sind wir langsam, langsam wirklich. Nein, nein, runter bitte. Dankeschön. Genau. Was ist denn hier? Ein Gegner. Wudin? Dann springen wir erstmal auf den einen Typen. Und was wir jetzt machen, ist folgendes. Wir machen einen Hopsbrüder auf den. Hier. Und zusätzlich noch auf einen anderen Gegner. A, B, B und A. Genau. Jetzt sollten wir eigentlich die Dinger dodgen können. Genau. Super. Strategie ist alles, Leute. Strategie ist alles. Und auf Luigi. Eine Leichtigkeit, Leute. Wirklich eine Leichtigkeit. Weiter geht's. Der müsste down sein und der nächste auch. Dankeschön. So. Jetzt haben wir also nur noch Mr. Zwergiwutz. Und der sollte eigentlich auch bald down gehen. Mit Luigis letzter Sprungattacke. Bam. Und ich dachte mir schon, dass jemand ein Level hat. Wir sind mit Mario auf Level 7 und da bin ich doppelt stolz drauf. Denn wir verpassen ihm jetzt noch ein paar HP. Oh, nur eine. Okay. Leider, leider. Hier hinten ist noch ein Beanie. Oh, oh. Luigi! So. Immer schön auf den Rex als erstes. Oh, ein Crit. Oh, oh mein Gott. Ganz vergessen, dass die hinfallen, wenn sie ein bisschen weiter entfernt sind. Aber ist egal, die Beanies sind mittlerweile schon in dem Territorium, wo, also in dem Level an Gegnern, wo wir sagen können, dass wir stabil gegen sie gewinnen, ohne auch nur einen einzigen Schaden zu kriegen. Wir machen Bartpunkte, weil die am niedrigsten sind. Und wieder eins. Irgendwie mag mich Fortuna heute nicht. Aber ich will ja nicht sagen, dass ein Fortunas Schuld ist. Ich meine, ist ja ganz klar meine Schuld, wenn ich es wage, sie zu bezweifeln. Oh, Fortuna. Oh nein, wir haben es nicht geschafft. Zu kurz. Das hat sie letzte Nacht auch gesagt. Oh mein Gott. Wir machen so und gehen ganz sicher hier rüber. Wow. Ich hab fast gedacht, dass ich jetzt runterfalle. Oh, ich sehe da oben wieder einen Gegner. Und hier sehe ich, dass ich wieder viel zu kurz bin. So. Diesmal gehen wir nicht auf den Gegner, sondern oh, come on. Okay, dass das jetzt funktioniert hat, das wundert mich ehrlich gesagt. So, immer schön auf die Rexis. Und jetzt ein Hopsbrüder auf den anderen Rexi. Und zwar mit extra. Zack, zack, zack. Genau. Nein, der fällt hin. Auf Mario. So, jetzt noch die anderen zwei. Und jetzt noch du. Dankeschön. So. Sind wir die meisten los? Also die meisten gefahren, würde ich mal sagen. Oh Gott, es dauert bei denen so ewig. Boom. Zum Glück macht jetzt Mario 2 Damage pro Sprung. Also wenn man auf ihn drauf springt. Also wenn die Gegner auf unter ihnen drüber springen. Keine Ahnung, wovon ich rede, Mann. Keine Ahnung, keine Ahnung. Hier offensichtlich haben wir nichts zu tun, außer dem Block hier. Deswegen ignorieren wir ganz getrost den Beanie. Fliegen zurück und machen das Ganze nochmal. Zack. Und jetzt, oh, wir können uns gar nicht bewegen, wenn wir so machen. Ah, oh, goddammit. Okay. So, jetzt aber. I hate my job. I hate my job. So. Zack, jetzt aber. Dankeschön. Jetzt machen wir so. Und wii. Und natürlich schaffen wir es nicht. Ist hier oben irgendwas? Zum Gipfel. Warnung, wilde Wirbelwinde. Weites Wirbeln gefährdet die Gesundheit. Genauso wie Rauchen. Wollte ich nur mal klargestellt haben, dass nicht, dass manche denken, dass es nicht so ist. Das war jetzt eindeutig BS. So, jetzt machen wir einfach den Trick so, die ganze Zeit so. Und irgendwann sind wir am weitesten Punkt angelangt und können hier rüber. Und können dann anschließen. So. Und jetzt sollte das eigentlich funktionieren alles.
Hoffentlich. So, immer auf Nummer sicher gehen, genau. Und haben wir das letzte Level erreicht? Ich glaube schon. Zack, zack. So, jetzt sollten wir hier rüber runterspringen und eigentlich sicher sein, dass wir am Gipfel angekommen sind. Bin ich mir. Oh ja, ja, das sieht nach dem Gipfel aus, würde ich mal sagen. Und da ist der Speicherpunkt. Der Speicherpunkt. Lachberg. Ne, wir sind jetzt, glaube ich, am Lachberggipfel. Ja, genau. Und haben mittlerweile schon ein Level erreicht, glaube ich, seit dem letzten Speichern. Ja, haben wir. Super. So, hier ist rein gar nichts. Nur der Gang hier. Und, oh Gott. Oh, das ist ja Mr. Flukosaurus. Moment mal, wie können wir mit dem reden? Warte mal. Können wir mit dem reden? Mache ich irgendwas falsch? Oh, oh, ah ja, okay. So, jetzt können wir auf die Karte schauen, das ist ja cool. Hier sehen wir, glaube ich, den Fluss, der... Ja, genau, der Fluss, der runtergeht. Hier sehen wir das Schloss Bonia. Und hier sehen wir die Oase. So. Ah, oh Gott, jetzt habe ich es ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Bei diesem Stein handelt es sich um kostbares Granit. Warte. Bei diesem Stein handelt es sich um kostbares Granit. Und wer das Granit stiehlt, ist ein Dieb. Was? Mein Name? Ich bin der Flugosaurus. Anscheinend Springen viel mehr Worte als Worte selber. Was? Im Dorf macht man sich Sorgen um mich. Das tut mir aber leid. Ich hatte Prinz Marmik gesehen und war ihm gefolgt. Und dann lag hier dieses wunderliche Riesenei. Muttersehen allein im Nest. Da habe ich beschlossen, mich seiner anzunehmen und es auszubrüten. Schon bald wird daraus irgendetwas schlüpfen. Oh Gott. Ah, es ist soweit. Jetzt schlüpft aus. Oh Gott. Ich will nicht wissen, was da drin... Oh Gott. Ja, jetzt weiß ich, was drin ist. Ein riesiges Drachenkrokodil. Was, okay, das Grahanit. Ah, ist ihm direkt ins Haus gefallen. Ist ja super. Das war wohl eine Kuckucksei? Oh Gott. Oh mein Gott. Der Drache spuckt... Der Flugosaurus hat's erwischt. Der Drache spuckt Grahanit. Und ich glaube, das wird jetzt in einem Bossfight enden. Ja, jetzt müssen wir den wirklichen Boss besiegen. Und jetzt haben wir den, Maxi-Rex. Oh Gott, ich habe Angst vor dem Typen. Wir machen erstmal mal einen normalen Sprung. Ganz normale Sprünge. Wow. Oh Gott, okay, okay. Er schießt also Grahanit auf uns, wenn er angreifen will. Und hier haben wir ihn jetzt also auf die kleine Größe gebracht. Das heißt also, es sollte eigentlich jetzt leichter sein, ihn zu dodgen. Glaube ich zumindest nach dem... Oh Gott. Uah. Das macht mir Angst. Oh Gott. Ah, okay. Kopf nach oben, Mario. Und Kopf nach unten, Luigi. Super Pilz auf Mario. Warte mal, 50 oder 25? Wir machen einen normalen auf Mario. Ah, zum Glück. So, Platschbrüder auf den lieben Maxi-Rex. Und 14 Herzpunkte sollten... Oh Gott, was ist das? Oh Gott, er steigt... Ah ja, okay. Er macht sich also selber eine Plattform, mit der sozusagen etwas größer ist. Und außerdem... oh Gott, ich bin so richtig dumm im Deutschen gerade. Mit der er offensichtlich mehr... Treffer landen kann. Und deswegen müssen wir unbedingt, wir machen auf Luigi das hier. Und anschließend ein Platschbrüder auf den Stein. Denn offensichtlich kann man den Stein angreifen. Na komm. Genau, das Grahanit, da machen wir jetzt einen hübschen Platschbrüder drauf. Und sollten eigentlich den Stein wieder ausschalten können, genau. Das war mir nämlich klar, dass es dann mir wieder Vorteil bringt, weil uns dann das Ganze erspart bleibt. Oh, lieber Maxi-Rex, wie sehr ich dich jetzt gerne killen würde. Wir machen den ganz normalen Hopsbrüder. Ohne den Extra-Angriff. Und wieder ein Platschbrüder. Sobald ich den für Platschbrüder bekomme, bin ich doppelt glücklich. Und jetzt, wo ich sage, werde ich wahrscheinlich gleich bekommen. Oh, bitte, bitte, bitte. Okay, Luigi und Mario. Aua. Mario und Luigi. Autsch. Okay. Langsam ist genug. Langsam habe ich die Faxen dicke. Okay, offensichtlich braucht das Ding zwei Hits. Und er ist wieder groß geworden. Das heißt also, ich glaube, wir können jetzt den Angriff nicht mehr dodgen, solange das so ist. Deswegen machen wir einen doppelten Sprung auf ihn mit Hopsbrüder extra. Also, A. Oh Gott. Na toll. Okay, jetzt könnte es, glaube ich, schlecht aussehen. Moment mal. Wir machen einen Sprung auf ihn. Genau, schön.
kaufen. Jetzt müssen wir unbedingt dorthin, ansonsten stirbt einer von uns. So. Hops, Brüder, ohne extra. Komm schon. Immer noch nicht. Okay, Platsch, Brüder. So, jetzt hoffe ich irgendwann mal, dass die Damage-Punkte ausreichen. Und natürlich bombardiert uns jetzt wieder von vorne. Wir machen Mario. Oh, das war Luigi. Das war keine gute Idee. Oh Gott, Mario ist tot. Okay, das ist schlecht. Wir müssen unbedingt Luigi jetzt einsetzen, um den Einapilz einzusetzen. Und ich glaube, Mario kommt nicht mal an die Reihe. Im Gegenteil, ich glaube, dass wir jetzt ziemlich gearscht sind, wenn wir jetzt... Jetzt muss ich unbedingt aus... Ah, nee, kriegen noch einen Zug mit ihm. Alles klar, dann müssen wir unbedingt den Stein auslöschen. Höchste Priorität. Dankeschön. Jetzt können wir auch wieder leichter ausweichen. Außer er macht jetzt wieder seinen Move, wo er größer wird. Und ich hüpfe einfach mit beiden, wenn ich gerade verpasst habe, was inwiefern er uns angreifen will. Nein, Pilze auf Mario. Warum auf Mario? Ich wollte eigentlich auf Luigi machen. Egal. Wir machen einen Sprung. Ja, wir haben ihn geschafft. Okay. Dann ist ja gut. Der Drache ist jetzt also, okay. Und jetzt kommt der Charakter, den ich in der gesamten Serie am liebsten liebe. Und das ist Prinz Marmek. Hahaha. Bei meinem Barte. Der strahlende Prinz mit Marmek, was ist nur geschehen? Zwing. Hahaha. Sowas nennt man wohl ein kleines Mistgeschick. Ich war in geheimer Mission im Reich unterwegs und, in diesen Bergen traf ich Luke Miller und ihren Knecht, den kranken Krankfried. Als ich sie bemerkte, war es schon zu spät. Luke Miller hat mich verwandelt und in einen Stein eingeschlossen. Was? Die Stimme der Prinzessin gestohlen? Und da kommt doch schon, wie ist nochmal der... Das hat mich gerade an die Wolke aus Dragon Ball Z erinnert. Wie ihn denn nochmal, warte mal, nicht Jumanji, das war ein anderer Film. Der ist übrigens auch gut, Jumanji. Müsst ihr euch anschauen. Dragon Ball Z, warte mal, schreibt es unten in die Kommentare, wie die Wolke nochmal hieß von Son Goku. Macht euch wegen Prinzessin Peach nicht allzu viele Gedanken. Zunächst müsst ihr Luke Miller verfolgen. Trefft euch im Tal mit Königin Marmella. Ich denke, Schloss Bonia ist Luke Millers nächstes Ziel. Hier ein Geschenk mit Autogramm von Prinz Marmek. Wir haben die Rose erhalten. Oh, Grünling, die Rose steht dir aber zu gut. Zeig diese Rose den Wachen in Schloss Bonia. Absolutes Meisterwerk. Also Prinz Marmek meine ich jetzt. Ich aber setze meine Mission fort. Gehabt euch wohl. Oh, Luigi ist weggeschmissen von ihm. Und der Flugrosaurus bringt uns weiter nach unten, damit wir nicht laufen müssen. Ich glaube, jetzt können wir ab jetzt ihn benutzen und ansprechen, wenn wir hier hoch wollen. Ich bringe euch bis zum Gipfel. Wollt ihr zum Gipfel? Nein, wollen wir nicht. Wir wollen zu den beiden Hammerbrüdern. Nein, nicht Hammerbrüder direkt, also Hammerbrüder. Nicht Hammerbrüder, die Gegner, sondern, ihr wisst, was ich meine. Ich glaube, hier können wir nicht rein, nein. Wir müssen, glaube ich, hier links weiter und müssen unten lang, damit wir zu den Hammerbrüdern kommen. Goddammit, ihr wisst, was ich meine. Und dann sollten wir eigentlich bald, unsere Hemme bekommen. Zur Sicherheit speichere ich nochmal. Obwohl, wisst ihr was, ich, speichere. Ich widerspreche mir oft. Genau. Diese Controller, man. Kann mich immer noch nicht, irgendwie, damit befreunden, dass Mario das normale Bild und der Luigi das, komische Bild hat. Vielleicht kriege ich ja noch irgendwann hin, andere Fotos zu machen. So, hier gehen wir rein und sind bei den Hammerbrüdern, die offensichtlich ihr Grahanit gefunden haben. Hey, ihr beiden kommt gerade richtig. Eben ist ein Grahanit-Block durch den Kamin gefallen. Wir warten euch daraus sofort ein paar Hämmer zurechtklopfen. I'll be back. Sorry, es klang gerade wie Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger. Und zauberhaft sind sie, ziemlich schnell damit fertig. Puh, was für eine Schinderei. Aber dafür haben wir euch gleich zwei Hämmer gemacht. In einer Gegend wie dieser sind Hämmer unverzichtbar. Und diese Hämmer sind vor euch. Und ganz offensichtlich ist es ziemlich notwendig, in die Luft zu beziehungsweise zu fliegen, sobald man spricht. Wir kriegen die Hämmer. Und die zeigen euch jetzt, wie man den Hammer auswählt, beziehungsweise benutzt. Genau. Mit R wechseln wir den Hammer. Also anstatt Sprung, beziehungsweise Spin-Angriff, machen wir Hammer. So. Und dann kann man durch Drücken von A zerschlagen. Das ist alles.
Mit dem Hammer kann es der vordere Bruder ordentlich krachen lassen. Die Aktion, die der Vordermann mit A ausführt, trägt den Namen Solo-Aktion. Die Aktion, die der Hintermann mit B ausführt, nennt man Paar-Aktion. Das ist Basiswissen, also merkt es euch gut. Probiert eure Hämmer doch mal aus, selbst harte Felsen zerbröseln mit dem ersten Schlag. Im Nebenzimmer ist ein kleiner Felsen, daran könnt ihr euch die Hammer ausprobieren. So. Können wir jetzt also nicht mit L, sondern mit R machen wir den Angriff und können den Hammer auswählen. Und dann können wir anschließend, anstatt springen, einfach den Hammer auswählen. Und das ist eine Nuss. Die zeige ich euch mal. Gehen wir dazu auf Inventar. Nein, auf Inventar bitte. Was das ist, werde ich euch später erklären. Die Nüsse geben HP für beide. Das heißt also, wenn man die hat, kann man in einem Zug beide heilen. Und jetzt sehen wir also, wir können den Hammer benutzen. Und da gehen wir mal zurück. Und bevor wir dieses Dorf verlassen, werden wir noch ein paar Geheimnisse hier drin erforschen. Denn ich weiß durchaus, wie man hier drin ein paar Geheimnisse findet. Ich glaube, hier können wir nicht durch. Die können wir nicht zerstören, aber wir können die hier zerstören. Was allerdings nichts gebracht hat. Okay, alles klar. Dann frage ich mich gerade, wo wir noch was zerstören können. Ich glaube, es gibt ein paar Stellen, wo wir das noch machen können. Moment mal. Moment mal! Wir müssen, glaube ich, mal zu dem einen Tunnel. Und zwar der hier. Nein, wir wollen nicht zum Fuße des Berges. Wir wollen... Naja, eigentlich wollen wir das, aber... gerade nicht. Ich habe Besseres zu tun. Hier oben irgendwo war ein Stein, glaube ich. Bin ich mir aber nicht ganz sicher. Ich kann mich übrigens auch irren. Bitte tötet mich nicht. Und Moment, jetzt kriege ich hin. Das kriege ich hin. Passt auf. Pass auf. Also zuerst einmal hier oben, um es ein bisschen abzukürzen. Und jetzt, anstatt den Spin-Jump zu machen, hüpfen wir nacheinander. Und zwar so. Genau. Und dann machen wir das mal. Und zwar, hüpp. Genau, so. Und jetzt machen wir den Spin-Jump. Ich wollte euch jetzt nur beweisen, dass das funktioniert. Und hier ist anscheinend rein gar nichts. Übrigens, Luigi kann das auch. Hier. Zack. Wir können auch mit Luigi das machen. Ist hier irgendwas? Nein, hier ist rein gar nichts. Hier ist nur diese komische Apparatur. Genau. Und die Mr. Copa, mit dem wir uns noch nicht anfreunden können. Aber ja, ich würde mal sagen, das war alles mit der von dem Part. Wir haben zwei Bosse besiegt in einem Mal. Das werde ich bestimmt mal in einem Titel erwähnen. Das ist gewöhnungsbedürftig. Für ein Video zwei Bosse zu besiegen. Aber wir tun noch eines. Und zwar, wir zerstören den Felsen, der uns im Weg steht. Und zwar folgendes. Nee, warte. Nee, wir wollen doch gar nicht hier lang. Wir wollen unten lang. Dankeschön. Wir wollen den Felsen hier zerstören. Zack. Und schon haben wir ihn los. Das heißt also, wir können jetzt hier weiter. Aber wir gehen hier nur weiter, bis wir einen Speicherpunkt finden. Dann werde ich langsam den Part beenden. Zack. Zack. Hier sehen wir also, oh, hier ist wieder eine Quelle. Also müssen wir gleich irgendwas machen, genau. Was ist hier? Ein Schalter, mit dem wir offensichtlich das Wasser wieder zum Laufen bringen. Naja, eigentlich, Wasser läuft nicht, Wasser fließt. So, wenn ich mich nicht täusche, kommen jetzt nochmal, die beiden Brüder. Und wollen uns begrüßen. Aber das werde ich vermutlich im zweiten Part, also im fünften, in der fünften Episode machen müssen. Denn die Zeit wird knapp. Die Zeit wird knapp! 24 wollte ich irgendwann mal schauen, aber naja, gut. Auf jeden Fall, wir haben hier einen Speicherpunkt. Hier speichern wir und beenden den Part für dieses Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen bei Mario & Luigi Superstar Saga. Dem wohl lustigsten GBA-Spiel aller Zeiten. Ha, das ist anfechtbar. Auf jeden Fall, like die Folge, wenn sie euch gefallen hat. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal bei Mario & Luigi wieder. See ya!